Auf der Agritechnica 2007 hat Lemken erstmals die Grubberbaureihe Karat der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. In der vergangenen Saison konnten wir den neuen Karat-Anbaugrubber in den Arbeitsbreiten 3 und 4 Meter testen. Wie sein Vorgänger Torit hat der Karat die Zinken auf 3 Reihen verteilt, jedoch völlig anders angeordnet. Daraus ergibt sich bei 3 Meter Arbeitsbreite ein Strichabstand von 27 cm. Die Arbeitstiefe der 3 Meter breiten Version lässt sich werkzeuglos über Lochleisten mit Steckstift hinten am Gerät von 5 bis 30 cm verstellen. Über eine Spindel werden die Messer der Walze verstellt. Sie sorgen für eine bessere Rückverfestigung und reinigen die Walze. Die Grundeinstellung der gezackten Hohlscheiben erfolgt ebenfalls über Lochleisten und Bolzen. Verstellt man die Arbeitstiefe der Grubberzinken, so wird die Arbeitstiefe der Hohlscheiben automatisch mit angepasst. Lemken liefert den Karat serienmäßig mit Hartmetall beschichteten Scharspitzen aus. Für einen raschen Werkzeugwechsel bietet Lemken eine Schnellwechseleinrichtung an. Mit einem Klappriegel lässt sich der gesamte Scharträger werkzeuglos abnehmen. Unsere beiden Testmaschinen hatten keine automatische Überlastsicherung, sondern Scherschrauben an jedem Zinken. Wir haben den Karat unter verschiedenen Bedingungen getestet und folgende Erfahrungen gemacht. Der Grubber ist leicht gebaut und trotzdem stabil. Er eignet sich gut für den flachen Stoppelsturz sowie zum Einarbeiten von großen Strommengen. Das Einzugsverhalten ist spitze. Auf sehr schweren Böden kann es zu Seitenzug und zum Aufschaukeln des Grubbers kommen. Die Hohlscheiben ebnen den Boden hinter den Grubberstielen wieder hundertprozentig ein. Zusätzlich schneiden sie große, von den Grubberzinken herausgebrochene Brocken klein. Große Strommengen lassen sich mit dem Karat gut einmischen. Einebnung und Rückverfestigung sind ausgezeichnet. Zwischen den einzelnen Arbeitsbreiten sorgen 2 glatte, federbelastete Randscheiben für einen sauberen Anschluss. Der 4 Meter breite Karat hat 3 Zinken mehr als die 3 Meter Version und kommt auf einen Strichabstand von 28 cm. Für eine bessere Zugänglichkeit wird die Arbeitstiefe der 4 Meter Version über eine Einstellvorrichtung vorne am Gerät justiert. Die 4 Meter breite Testmaschine war mit einer Doppelrohrstabwalze ausgerüstet. Damit wird für schwere Geräte die Tragfähigkeit speziell auf leichten Böden deutlich verbessert. Für den Straßentransport lässt sich der 4 Meter breite Karat hydraulisch auf 3 Meter Transportbreite zusammenklappen.